Moin Conny. Morgen, Gott, Helmut. Ja, du bist ja auch schon ganz rosa angehaucht, ich Ja. auch, denn es geht heute um Barbie. Da haben wir uns einen Gast eingeladen. Schönen guten Morgen, Herr Kohl. Hallo, schönen guten Morgen, Herr Almuth, Herr von Schumann. Hallo. Herr Pfarrer Rüdiger Kohl ist Pfarrer in Frankfurt-Bockenheim und hat gestern nicht zwingend so die Bibel als Grundlage seiner Predigt genommen, sondern hat Szenen gezeigt aus dem Film Barbie. Gab es da Verwunderung? Wie war die Reaktion? Ja, wir machen manchmal Filmgottesdienste in loser Reihe ist das. Und es gab schon im Vorfeld, klar, gab es schon Reaktionen. Also manche haben gesagt, na ja, was kann man denn da irgendwie theologisch betrachten? Ihr wollt das mit der Bibel ins Gespräch bringen? Da sind wir mal gespannt. Ein Junge von 11 Jahren sagte zu mir: Warum so ein Mädchenfilm? Und da konnte ich nur sagen, ich glaube gar nicht, dass das ein reiner Mädchenfilm ist. Erstens gibt es ja immer auch den Ken und zweitens gibt es große Themen, die alle Menschen betreffen. Und von daher gab es, sagen wir mal, eine gespannte Erwartung und auch leise Enttäuschung, die ich hoffentlich irgendwie ausräumen konnte. Aber Was es ist war schon denn jetzt? interessant, ja, die Ja, Reaktion im was ist denn Vorfeld allein jetzt? schon. Was ist denn jetzt theologisch an dem Film Barbie? Theologisch ist, dass der Film durchaus, sagen wir mal, implizit, aber auch ausdrücklich mit biblischen Motiven spielt und durchaus auch ganz große Fragen behandelt, wie zum Beispiel, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was bedeutet es denn, Mensch zu sein? Ne? Denn Barbie muss sich auch dann entscheiden im Laufe des Films, ob sie sozusagen weiterhin so ein puppenhaftes Dasein im Paradies führen will oder ob sie menschlich werden will. Und das sind doch Fragen, die eine große Rolle in der Bibel spielen, eigentlich der rote Faden sind in der Bibel, die ja auch so etwas ja, wie das Bilderbuchkino Gottes sozusagen ist, ne? Die Bibel. Und bietet es denn Orientierung, wie die Bibel? Ja. Der Film, meinen Sie, ja, Ja. der Barbie-Film bietet Orientierung. Ich meine, in der Öffentlichkeit wurde ja vor allem so, das sagen wir mal, wurden die feministischen Ansätze ja sehr stark diskutiert, weil es ja da schon auch um die Frage geht, wie und wo wollen wir leben, Matriarchat, Patriarchat und so weiter. Aber der Film bietet durchaus Orientierung, weil die Frage gestellt wird: Was macht das menschliche Leben aus? Und die Antwort ist Sterblichkeit. Ja? Sterben können, auf den Tod hin leben und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ein erfülltes Leben führen. Und von daher glaube ich, dass dieser Film Orientierung bietet. Das ist ja ein richtiges Passionsthema. Absolut, absolut. Wir haben gesagt, das Thema passt sowohl zu Weihnachten, weil es um Menschwerdung geht, ja, weil Gott Mensch geworden ist, aber auch sehr gut in die Passionszeit. Deshalb haben wir den auch gestern gezeigt und den Gottesdienst gefeiert, weil es wirklich ein Passionsthema ist. Denn es gibt ja da diese wunderbare Szene im Paradies. Ne? Barbie, die Stereotype Barbie, hat mal wieder einen wunderbaren Partyabend organisiert. Alle tanzen, sind gut drauf und alle versichern sich gegenseitig, das ist der beste Tag ever und der morgige Tag wird auch der beste Tag ever sein und so geht es immer weiter. Und plötzlich stellt Barbie die Frage in den Raum: Habt ihr schon mal ans Sterben gedacht? Und in dem Moment hört die Musik auf, alle schauen sich entgeistert und befremdet an. Und diese Barbie, die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur, bemerkt das und versucht irgendwie da beschämt aus der Situation rauszukommen, indem sie sich rettet und sagt: Ich könnte sterben fürs Tanzen. Aber ne, im Paradies, und das ist auch so eine Botschaft, die ich rausgelesen habe für mich, im Paradies kann es einfach nicht so weitergehen. Ja? Und das zeigt die Bibel auch. Es kommen Versuchungen und irritierende Gedanken von außen. Und es kann einfach nicht so weitergehen, weder im grünen Paradies mit Adam und Eva noch im pinken Paradies mit den Barbies und Kens.
Ja, da sind wir ja eigentlich, Sie haben vorhin von die existenzstiftenden Fragen genannt, woher kommen wir, wer bin ich? Aber die dritte, die zu jeder Religion dazugehört, ist ja, wohin gehe ich? Ja, also nach dem Ja. Jenseits, nach dem Paradies. Ja, genau. Hier in dem, ich denke mal, in dem Film wird das schon noch auf der Ebene des diesseitigen Lebens verhandelt, obwohl die große transzendente Frage schon auch gestellt wird, in dem auch die Schöpferin von Barbie gezeigt wird und eine ganz prominente Rolle hat, ne? Sowohl am Anfang des Films als auch am Ende. Ja, am Ende, also für Barbie ist ja das Ziel, am Ende einen Gynäkologen zu suchen. Also sie will ja Mensch werden. Ganz genau, ganz genau. Das finde ich auch sehr interessant, weil vorher ja auch so ganz lapidar nochmal eingestreut wird, dass ja diese Puppen geschlechtslos sind oder zumindest ja im anatomischen Sinne geschlechtslos. Also es ist zwar ganz klar, wer ist Mann, wer ist Frau eigentlich so von den Zuschreibungen, aber letztlich kann da ja auch zwischen Ken und Barbie gar nicht so viel passieren, selbst wenn die eine Nacht verbringen würden. Und dann aber am Ende geht sie zur Gynäkologin. Und ja, wahrscheinlich heißt es das eben auch. Mensch sein heißt auch, sich der Geschlechtlichkeit bewusst zu werden, ne? Wie auch immer die ausgestaltet wird. Ja, aber das Interessante wieder an dem Paradies fand ich, dass dass Mattel so unterschiedliche Barbies dann auch hatte. Sie hatte ja auch eine Schwangere und sie hatte eine Rollstuhlfahrerin, oder war mal im Sortiment drin und so ist das. Genau. Also so stereotypisch war dieses Paradies nicht von den Menschen. Es war nicht nur die blonde, großgewachsene Person, sondern es waren noch viele andere denn da. Ganz genau. Also damit spielt Mattel ja auch. Ne? Das ist ja schon auch sehr interessant. Klar, der Film ist auch von Mattel produziert oder Ja. mitproduziert. Ne? Und damit wird ganz stark gespielt. Also was ist es jetzt? Ist es sozusagen, werden da Ideale produziert und den Kindern vor Augen gehalten, die sie nie erfüllen können? Oder ist das wirklich so divers wie unser Leben und ich kann mich in jede Rolle hineinbegeben und ich kann auch alles werden, ja, allein schon auf der beruflichen Ebene, was ich werden will. Und von daher ist das sehr interessante Beobachtung auf der einen Seite pink, ja, so, es ist schon irgendwie eine Farbe vorherrschend, aber sehr divers, wie die Barbies da auftreten, auch wenn sie alle nur einen Namen haben. Alle heißen Barbie, die männlichen heißen Ken, ja, aber dann doch ausdifferenziert. Das ist, das finde ich auch sehr interessant, wie damit gespielt wird. Ob die, sagen wir mal, ob die Barbie in all ihren möglichen Rollen auch am Ladentisch oder im Netz, was den Verkauf angeht, erfolgreich ist, das weiß ich nicht, ne? Aber zumindest wird das bunte Leben in all seiner Diversität schon abgebildet. Das stimmt, ja. Ja, da folgt natürlich die Industrie einem gesellschaftlichen Wandel. Vor 30 Jahren gab es eben nur diesen einen Typus Barbie und sukzessive ist das differenzierter geworden, ne? Ja, ganz genau. Ja. Ja, und es ist auch schön, wie der Film so einfach mit dieser Geschichte von Barbie spielt, ne? Also sozusagen aus den 50er Jahren bis heute und auch die Erfinderin, die ja wirklich als Schöpferin auch auftritt, die Erfinderin wird breit vorgestellt und die bringt auch nochmal so der Barbie nahe, was sie sich dabei gedacht hat, ne? Und wirklich in dieser Szene gegen Ende, in der Barbie sich entscheiden soll, werde ich jetzt Mensch, ne, oder verbleibe ich, ne, in dieser Existenz, die ich immer hatte. Ne? Und da ist dann ganz klar, Leben heißt, sich wirklich mit allen Facetten auf das Leben einlassen, heißt auch leiden, heißt auch sterben. Und ich finde auch einen interessanten theologischen Gedanken, Mensch sein heißt auch Aufgaben im Leben zu haben. Ne? Weil Barbie sagt dann, ich möchte nicht nur erschaffen sein, sondern ich möchte etwas erschaffen. Das heißt, Barbie hat den Auftrag und wir Menschen haben den Auftrag, auch unsere Wirklichkeit zu gestalten. Ne? Und die Schöpferin sagt ganz klar,
Ich kann dich nicht kontrollieren, genauso wenig wie ich meine leibliche Tochter kontrollieren konnte. Und das ist so dieser schöpferische Moment der Freiheit, der dann der Barbie zugesprochen wird. Jetzt treffen Sie sich ja in der Gemeinde Bockenheim, in der Jakobskirche, hinterher auch zum Kirchencafé. Wie war denn da die Reaktion. Reaktion? Ja, das war sehr schön. Auch die Reaktion auf das, was ich so ausgelegt habe in theologischer Hinsicht, aber auch das, was Jakob Hoffmann gesagt hat, mit dem ich den Gottesdienst zusammen vorbereitet und gefeiert habe. Ein ausgewiesener Filmexperte, der in der evangelischen Filmjury auch sitzt. Der ganz stark auch gesagt hat, es geht hier darum zu zeigen, wie sich menschliches Leben verändert, wie auch das Verhältnis der Generationen ist. Und dass an einem Punkt zum Beispiel Barbie einer alten Frau sagen kann, du bist wunderschön. Ja? Du bist zwar nicht mehr so, wie man sich eine Barbiepuppe vorstellt, du bist wunderschön in all deiner Veränderung, in all deinem, wie soll ich sagen, deinem Zugehen auf den Tod. Und trotzdem bist du schön. Und das hatte Jakob Hoffmann wunderbar ausgebreitet. Und da haben Menschen, Gottesdienstbesucher, Besucherinnen mir auch nochmal gesagt, das waren sehr berührende Gedanken, ja? Weil wir das an den eigenen Kindern sehen, weil wir das an uns erleben, wie wir uns verändern. Und diese Veränderung sowohl des Körpers als auch von Geist und Seele gehört zum Menschsein dazu, ja? Und macht unsere Existenz aus. Jetzt ist aber gerade ja Barbie der Prototyp eines Schönheitsideals, einer Ästhetik, die auch jungen Menschen oftmals große Probleme macht, weil wenn sie nicht diese Taille haben und diese langen Beine, dann kriegen sie ja nicht das nötige Selbstbewusstsein und hungern sich vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode. Das verwundert dann doch ein bisschen, denn diese Ästhetik ist ja brutal. Ja, das ist so, ganz genau. Und interessant ist ja auch, dass sozusagen diese Jugendliche, diese ganz junge Frau, diese Jugendliche in der echten Welt, also außerhalb des Paradies, in der echten Welt, dass die genau diese kritische Haltung auch zeigt, ne? Und dass die sagt, ich weiß, meine Mutter hat damit gespielt und so, und aber ich habe da keinen Bock drauf, ich gehe meinen Weg. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, ja, sich zu emanzipieren. Ja. Und ich glaube schon, dass ja Mattel auch versucht, eben genau darauf einzugehen und ganz diverse Role Models vor Augen führen will. Aber ich denke, sich diese Kritik, ja, und dieses kritische Bewusstsein auch zu bewahren, gerade im Zusammensein mit jungen Menschen, ist schon auch sehr wichtig, auf jeden Fall. Und ich war im Sommer in dem Film drin und hatte den Ja. Eindruck, also erstmal von meinem Alter her war ich ja schon Nicht gerade sehr die Zielgruppe. exotisch. Nein, aber ich So. hatte den Eindruck, weil es kam ja viele dann kostümiert, dann alle in Ja. Pink in irgendeiner Form dann in den Film rein, dass er die Sehnsucht nach diesem Paradies war, als die Sehnsucht zum Leben, was der Film eigentlich zum Ausdruck bringt. Ja, das könnte sein. Klar, in einer Zeit, in der Menschen verunsichert sind, wir von Ja. einer Krise, ne, in die nächste stolpern. Da ist die Sehnsucht nach so einem Paradies schon groß. Vielleicht ein Paradies, das mich auch nicht überfordern kann. Ja, Ja. das kann durchaus sein. Ne? Und von daher, ja, glaube ich, dass es auch ganz schön ist, da nochmal drüber zu sprechen und zu sagen, es geht nicht nur um dieses oberflächliche, paradiesische, sondern auch der Film will eigentlich mehr. Ne? Und wir leben in der echten Welt. Da sind wir wieder in der Passionszeit, nehmen das Leid von Menschen wahr, leiden auch an unserer Wirklichkeit. Ja, und das ist schon was anderes als ein pinkes Paradies. Ne? Genau. Und mal ehrlich, predigen Sie lieber über so einen aktuellen Film als über so einen ollen Bibeltext. Ich finde es total spannend, die Bibel ins Gespräch zu bringen mit solchen ja, so popkulturellen Phänomenen. Ne? Und da so
Also gestern habe ich meinen Kollegen Jakob Hoffmann, dem habe ich gesagt, du bist echt ein Perlentaucher, ja, weil du solche Filme anschaust und wirklich unter der Oberfläche siehst, was da drin steckt und wo auch das Evangelium steckt, ja. Und das finde ich sehr herausfordernd. Aber auch Bibeltexte, sogar die vorgeschlagenen aus der Agenda, auch die sind ja sehr tiefgründig und auch da das kann man auch lesen wie ein Film. Also die Geschichten der Menschheit sind ja im Grunde immer ein ähnliches Narrativ, weil unsere Probleme sind ja nicht die Probleme, die wir als Generation erfunden haben, sondern die hatten viele Generationen vor uns auch schon im Kern. Absolut, ganz genau, Ja. ganz genau. Es Ja. ist oftmals ist das Motiv der Heldenreise, ne? Also wo man dann raus muss und sich bewähren muss. Und Gott als eine Kraft, die begleitet, korrigiert und auf den Weg zurückbringt und so weiter. Ja, also das ist so, ja, auf jeden Fall. Ja, da wünschen wir noch weiter viele gute Filme in Frankfurt-Bockenheim Ja, und danke schön. vielleicht finden Sie ja auch hier und da Nachahmer und Nachahmerinnen. Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, Kirche auch ein Stück weit wieder ins Leben zurückzubringen. Ganz genau, das würde mich sehr freuen. Ja. Vielen Danke Dank schön fand für das das eine gute Gespräch. Idee. Alles Gute. Danke, Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.